Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Abenteuer auf dem Reiterhof. So, weiter geht's. Mein Pferdchen möchte gerne Äpfel haben. Da müssen wir einmal... das hatte ich euch, glaube ich, nicht gezeigt, wo die Apfelbäume stehen. Aber ich habe schon gesehen, dass viele das Spiel kennen. Und das ist sehr, sehr gut. Weil, also May hatte auch gesagt, dass es früher ihr Lieblingsspiel war. Und das war früher auch wirklich mit Abstand mein Lieblingsspiel. Also zumindest diese Reihe. Ich liebe diese Reihe, das glaubt ihr mir nicht. ja, gut. Dann werden wir jetzt mal ein paar Äpfelchen pflücken. Weil wir werden das sicherlich noch häufiger machen müssen. Ich habe das früher mal so gemacht. Einfach hier. Okay, ich glaube mit Enter. Bin ich einfach hier so durch. Irgendwann wird schon klappen mit einem Apfel. Irgendwann wird schon ein Apfel blinken. So habe ich das früher mal gemacht. So, 4 Äpfel dürften erstmal reichen. Ich weiß ja nicht, ob wir noch was im Inventar haben müssen. Ja. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich bin so... Ja, ich freue mich schon richtig auf diese ganzen Turniere. Ich habe die noch alle im Kopf, aber... Aber... Es ist ja doch noch was anderes, wenn man das ein paar Jahre später spielt. Aber ich bin trotzdem so verliebt in dieses Spiel. Ich sollte ein paar Äpfel suchen. Das habe ich jetzt schon. Lieben Äpfel. Das stimmt, ja. So, einmal Taste Q. Und dann... Leertaste, okay. So. Jetzt habe ich den die Süßigkeit verfüttert. Noto. So, dann warten wir mal eben, bis es wieder was zu tun gibt. Ja, oh, Hilfe. Okay, Maus loslassen. Nichts mit der Maus machen. Ah, bin ich ein Eumel. Also, hier wird dann das andere Pferdchen reinkommen. Das, was wir dann bekommen. Bei dem Rosemont Hill Reitturnier. So, ich denke mal, wir könnten jetzt wieder reiten eigentlich, oder? Oh, so, die Tür zu wieder machen. So. Oh, ich freue mich schon. Einmal putzen. Okay. Ach ja. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich kann das gar nicht so oft sagen, ne? Ach ja, was macht ihr eigentlich Silvester? Das würde mich auch mal interessieren. Wir bleiben zu Hause. Da kommen ein paar Verwandte rum. Und dann werden wir ein bisschen böllern. Also erstmal gibt's Essen. Ich muss noch sehr viel vorbereiten. Ich muss noch Lasagne machen. Ich muss noch Käsestangen fertig machen. Den Teig habe ich gestern schon gemacht. Und Kartoffelecken wird es geben. Tzatziki, den habe ich gestern auch schon vorbereitet. Hähnchenkeulen. Die habe ich gestern schon eingelegt. Und noch ein paar Salate. Also werden wir erstmal ein bisschen essen gehen. Essen hier. Essen gehen wäre schön. Weil mein Freund auch noch Geburtstag hat dazu. Das ist echt immer sehr stressig. Weil das für 8 Personen ist und da muss ja auch genug da sein, ne? Mal gucken. Ja, also um 6 werden sie rumkommen. Ups. Wollte ich gar nicht aufmachen. Und dann, ja, wird dann... Hä, was meint jetzt jemand der Bürste? Meine Güte, das hatte ich ja früher nicht so ein Problem. Ich muss auch den Stall ausmisten. Nein. Die Schaufel und die Schubkarre dazu. Nein. Oh nee. Ich hasse ausmisten. Ja, auf jeden Fall... Punkt 12 wird dann, denke ich mal, angestoßen. Mal gucken. Und
dann gehen wir raus und dann wird geböllert. Also wir haben jetzt schon ordentlich Raketen mitgebracht, so um die, wie sind das? Ja, knappe 30 Stück. Mal gucken, was die anderen noch mitbringt. Bin ich mal sehr gespannt. Ich liebe nämlich diese Fontänen, die da auf dem Boden stehen und dann alles hochschießen. Das finde ich richtig cool. Bin ich mal gespannt. Aber ich hoffe, keine Böller. Ich hasse Böller wie die Pest. Bin ich mal wirklich sehr gespannt. So. Okay. Auswissen. Also dieser Teil ist ja noch gar nicht so das Schlimmste. Aber das, was gleich kommt. Och nee. Ich hatte nämlich vorher schon eine Aufnahme gemacht. Vor dem Stall ausleeren, wenn sie voll ist. Und da bin ich wie eigentlich fast immer an der Stallwand hängen geblieben. Dann bin ich da rumgebackt. Das war nicht so cool. Da hilft es einfach nur speichern und hoffen. Ja, Mann, ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Das ist wirklich sehr tricky. So. Schubkarre nehmen. Und hoffen. Man muss erstmal schon mal eine gute Ausgangsposition haben, weil sonst klappt das alles nicht. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Nein! Oh, lass mich in Ruhe, Tür. Ich bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe. Hohoho, das war knapp. Das war verdammt knapp. Phew. Okay. Ah, nee. Ich werde noch so oft ausmisten müssen, aber ich hasse das. Ich will immer da nicht hängen bleiben und dann muss man immer speichern und wirklich hoffen, dass das nicht... Achso, ich muss ja erst in die Box gehen. Dass das nicht zu diesem Rumgebagge führt. So, Form 100. Und wir müssen noch zwei Strecken reiten. Die Ereignisse und Geheimnisse haben wir jetzt schon geklärt. Also geklärt, ja. Wir haben einmal John geholfen. Und Melissa. Okay. Da unten sieht man nämlich auch immer, was man schon in diesem... Ja, ich sag jetzt einfach mal Level dazu, was man in diesem Level schon alles ja, aufgedeckt hat. Und ein Apfel. Na klar, mein Pferdchen. Natürlich kriegst du einen Apfel. Ich möchte reiten. Oh Mann, ey. Okay, dann warten wir darauf mal. Aber schreibt wirklich mal in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Ob ihr Raketen habt und die hochschießt oder ob ihr einfach nur zuschaut, ob ihr irgendwo hinfahrt und es da anguckt. Erzählt mir das mal. Und füttern. Okay. Challenge accept. Haha. Futtereimer. Und los. Schnell! Schnell, Annie! Lauf! Lauf! Los geht's. Ha! Geschafft. Yes! Jetzt ist die Tür zu. Aber hin und zurück laufen, das schafft man leider nicht. Sonst hätte ich mir das als Ziel gesetzt früher. Aber das habe ich oft ausprobiert. Also Futter in Futterbehälter, bevor die Klappe zu ist. Reiten, na komm schon. Wir müssen langsam reiten. Wir müssen ja auch noch zwei Strecken reiten. Ich würde ja mal sagen, ich mache den Stall sauber, aber wenn ich dann reiten... Nee! Sag mal. Ups.
Dein Ernst, jetzt hier gerade. Ich kann jetzt nicht schon wieder ausmisten. Wie viel kackt denn das Pferd? Sorry für den Ausdruck, aber... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Spiel, warum bringst du mich in so eine Lage? Das gibt's ja nicht. Ah, zweimal hintereinander ausmisten. Oh nee. Okay. Wir schaffen das. Ich bin da zuversichtlich. Ich hatte mal noch eben eine Frage. Und zwar, wie lang wollt ihr, dass die Folgen sind? Also wirklich nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde? Das wäre schon ganz hilfreich, weil ich weiß immer nicht, weil Star Stable, klar, da mache ich 10 Minuten. Aber... Hey, du hast doch gar nichts zum Ausmisten hier dran, Mäuschen. Hä? Du hast doch hier nichts. Mäuschen, wo soll ich denn ausmisten? Hä? Seht ihr hier irgendwas? Hä, das hatte ich ja noch nie. Dass der mich... Okay, war wohl doch was drin. Wollte schon sagen, weil das hatte ich ja noch nie. Dass der gesagt hat, dass ich hier nichts drin gesehen habe. Okay, gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich muss die Schubkarre vor dem Stall auslösen, wenn sie voll ist. Ja. Ich glaube eigentlich... Ich weiß es nicht. Eigentlich kann man ja auch außen rumlatschen, ne? Ich weiß es nicht, ob das dann... auch funktioniert. Wenn der eher außen rumgehen sollte, eigentlich vom Spiel aus gedacht. Aber warum ist dann eine Tür zum Misthaufen? Das frage ich mich dann auch. Okay. Auf geht's. Ich bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe, nein! Bevor ich den Stall verlasse. Okay, Hallöchen. Ah, wie hab ich denn das jetzt hingekriegt? Weiß auch keiner, ne? Oh, nee. Naja, besser als jetzt hier festzuhängen, würde ich mal sagen. Hä? Wieso kann ich denn da jetzt nicht rein? Sag bloß, ich muss durch die Tür gehen, ne? Oh, nee. Na toll. Och, puh. Ich dachte schon, ich kann jetzt nicht mehr durch die Tür gehen. Weil der irgendwie, weil das Spiel irgendwie gespeichert hatte, dass man durch die Tür rein muss. Oh, Gottes Willen. Hab ich gerade Schiss gekriegt, ja. Puh. Das wär's aber auch gewesen. So, reiten. Na komm schon. Reiten, reiten, reiten. Ne? Sie geritten werden, Alpha. Hm? Hm? Na komm schon. Na komm schon. Einmal reiten, bitte. Ja! Perfekt. Okay. Supi. Dann würde ich mal sagen, machen wir die kürzere Strecke, weil das jetzt so lange gedauert hat. Und dann nächste Folge reiten wir dann die lange. Die mag ich eigentlich ziemlich gern. Aber die kurze geht natürlich auch. So. Puh, auf geht's. Ja, mach schon. So. Juhu! Aha! Oh, ich dachte schon. Es geht ja wirklich fast alles schief, was schief gehen kann, ne? Oh. Oh, nee. Ehrlich.
Es ist mir noch nie passiert, dass ich an diesem Zaun hängen geblieben bin. Noch nie. Meine Güte. Ups. So. Hier musste man nicht springen. So, schön abkürzen natürlich. Oh, das macht so Spaß. Aber die Steuerung ist halt wirklich schon sehr anders als bei Star Stable. Weil es halt... Ja, bei Star Stable drehen sich, also zumindest die neuen Pferde drehen sich mit den Bewegungen. Aber hier ist es halt eher so, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Ja, es ist schon wirklich sehr anders. Aber mit der Lenkung bin ich aufgewachsen. So. Dann wollen wir mal ein Ställchen zurück. Huh. Nicht die Maus anfassen. Wie oft denn noch? Oh, durch Star Stable will ich immer rechte Maus Taste drücken und drehen, aber das geht ja nicht. Das geht ja nicht. So, dann satteln wir immer ab, streicheln wir das Pferd nochmal. Das scheint irgendwie der Standardabgang bei mir zu sein im Moment. Ja, und dann war es das auch schon wieder für die Folge. So, einmal streicheln. Hübsches Pferd. Ja, das ist schön. So. Dann danke fürs Zuschauen und schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr Silvester verbringt. Und dann bis zu einer nächsten Folge. Tschüss!